So ist es. Und wir schalten nach Berlin. Dort beobachtet mein Kollege Gerd-Joachim von Follower die Vorstandssitzung und harrt natürlich auch aus bis zum Ergebnis um 15 Uhr. Gerd, was erwarten Sie von der Sitzung? Kann es ein anderes Ergebnis als Ja geben? Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Liberalen wollen mit regieren. Wir haben es ja gerade gehört. Im Großen und Ganzen sind die meisten bei der FDP auch ganz zufrieden mit diesen 12 Seiten Sondierungspapier. Man hat die wichtigsten Punkte aus Sicht der FDP durchgesetzt. Es gibt keine Steuererhöhung. Die Schuldenbremse bleibt erhalten. Wenn man das mal genauer beleuchtet, dann kann man nur sagen, die Schuldenbremse zu ändern, das geht eigentlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Die hätte die neue Ampel gar nicht. Und das ist keine Steuererhöhung. Gibt es schön und gut, aber es gibt auch keine Steuersenkungen. Das hatten viele liberale Wähler gehofft. Also man musste ein paar Kröten schlucken. Die 12 Euro Mindestlohn sind auch sehr bitter für die Liberalen. Aber so ist das halt in einer Ampel, wenn drei Parteien sich zusammentun. Jetzt ist die FDP ja die letzte Partei, die ihre Zustimmung noch geben muss. Denken Sie, das ist auch noch mal ein Grund für die entsprechenden Mitglieder zu sagen, jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen Gas geben und unsere Punkte noch ein bisschen mehr durchdrücken? Was denken Sie, was wird Christian Lindner da noch mit auf den Weg gegeben werden? Naja, man wird hier sicherlich in dem Hotel hier neben mir dann doch noch von dem einen oder anderen hören, dass man sich mehr gewünscht hätte an der einen oder anderen Stelle. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite, die Punkte habe ich ja genannt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagen wird, das hätten wir vor 4 Jahren doch eigentlich auch in einem Jamaika-Bündnis so haben können. Da sagt Christian Lindner ja immer, nein, damals konnte er nichts durchsetzen. Ich habe die Punkte gerade aufgezählt, die er jetzt schon mal durchgesetzt hat. Warum er die in einem Jamaika-Bündnis nicht hätte durchsetzen können, weiß ich nicht. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, sicherlich werden die meisten hier noch einmal betonen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Liberalen mit in diese Regierung eintreten, damit in Anführungsstrichen das Schlimmste aus ihrer Sicht verhindert wird. Das wäre ja gewesen, zum Beispiel massive Steuererhöhungen, auch für den Mittelstand zum Beispiel. Und das will man verhindern. Und als Mitglied in der Ampel kann man das auch wohl verhindern. Mhm. Mit in die Regierung eintreten bedeutet auch, in entsprechenden Positionen zu sein. Nun wird ja Christian Lindner gehandelt als möglicher Finanzminister. Hören Sie da etwas aus dieser Richtung? Wie ist die Stimmung in diese Richtung? Beziehungsweise was könnte man sich als Alternative noch vorstellen? Norbert Walter-Borjans, der SPD-Parteivorsitzende, hat das ja massiv kritisiert. Und insgesamt bin ich auch als Korrespondent etwas verwundert, dass von Seiten der FDP dieses Personaltableau aufgemacht wurde, schon am Wochenende. Marco Buschmann zum Beispiel hat ja gesagt, also Christian Lindner sei ein hervorragender Finanzminister. Und bei dem Länderrat der Grünen, da hat man doch am Rande immer wieder gehört, dass die Grünen sehr unzufrieden damit sind, dass sie selber lieber den Finanzminister mit Robert Habeck stellen wollen. Und der betroffene Christian Lindner hat sich in zwei Interviews gestern dazu auch geäußert. Er hat gesagt, also das ist ja völlig klar, dass die SPD den Bundeskanzler stellt, damit die wichtigste Position in der neuen Regierung. Und dann muss es ein Klimaministerium geben und einen Finanzminister. Und das müssen die beiden anderen aufteilen. Soll übersetzt heißen, natürlich werde ich Christian Lindner Finanzminister. Und natürlich muss ein Grüner, wahrscheinlich Robert Habeck oder Annalena Baerbock, wer auch immer, dann Klima und Umwelt machen. So zumindest stellt man sich das hier bei den Liberalen vor. Ob das dann wirklich so kommt, werden wir am Ende sehen. Vielen Dank, Gerd-Joachim von Follower nach Berlin. Ja, wir werden abwarten.